Ja, hallo und herzlich willkommen. Auch heute wieder eine neue Runde Evolution von C++. Wir machen weiter in unserem Thema. Freitag hatten wir uns ja noch mit der ganzen Thematik ein bisschen funktionale Programmierung rund um Bind Placeholder beschäftigt. Und ja, heute setzen wir das fort, unseren Ausblick zum Thema Standard Function. Damit ist ja alles losgegangen, dass wir gesagt haben, Standard Function kann natürlich eine imperative Methode sein. Ganz unten aufgehängt, kann dann eine ja, Objekt sein, eine Instanz sein, die über einen Funktionsoperator entsprechend zur Funktion erweitert wird. Wieder das Zusammenspiel von C++ mit, ja, mit allen Paradigmen, die da sind, kann dann natürlich auch Metaprogrammierung sein, Funktionstemplate oder eben ein Klassentemplate und später nachfolgend dann auch einfach nur ein Using von einem Typ in einem bestimmten Konstrukt. Das aber dann nach C++ 11, ich glaube ab C++ 14 oder 17 ist das mit dem Using erst gekommen. Und dann kann es natürlich ein Lambda-Ausdruck sein. Und heute gucken wir uns, oder beginnen wir erstmal mit dem Thema der Lambda-Ausdrücke und schließen damit diesen Bereich Function im Grunde genommen ab. Das sind alle Möglichkeiten, die uns gegeben sind und mit denen wir entsprechend agieren können. So, dann gucken wir mal. Stradivari, ganz liebe Grüße nach Essen. Jetzt scheint gerade Werbepause zu sein. Wir haben auch schon tüchtig Leute da. Wir müssen also gar nicht so lange warten heute mit der Vorrede und können gleich beginnen. Deswegen lege ich mir den Chat schon mal mit hin. Und gehen aufs Whiteboard. Dann können wir die Kamera schon dahin fahren. Und kümmern uns jetzt um den letzten Puzzlestein, der im Moment da ist. Ich glaube, Andreas, nee, Ekrano und Andreas auch. Ganz liebe Grüße nach Münster, ins Münsterland und natürlich auch euer ganz liebe Grüße nach SL-Mart. Ne? Wir hatten damit angefangen. Standard Function, das schwächste Glied im Grunde genommen in ganz vielen Konstrukten, die uns modernes C++ 11 anbietet. Das muss man erstmal begreifen. Wir werden im nächsten Schritt uns Threads angucken und dann ja auch Atomics. Damit schließen wir dann quasi C++ 11 auch endgültig ab. Stimmt das? Nee, die Smart Pointer haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Ne? Unsorted. Array haben wir auch nicht gemacht. Array können wir uns auch noch angucken. Memory-Modell, das ist Atomic, das liegt hier mit den Threads mit rein. Und hier ist, glaube ich, nur noch die Lambdas, die offen sind. Ne? Warum schaltet er jetzt nicht um? Genau, hier sind nur noch die Lambdas offen. Also wir hatten angefangen und haben gesagt, imperative Programmierung steht im Grunde genommen C, C-Welt, mit der C++ ja mal aufgebaut wurde, C wurde verwendet, um C++ zu definieren. Dann kamen Klassen darüber, man hat das miteinander verbunden. Insofern haben wir die Funktionsoperatoren gehabt und natürlich die Klassenmethoden, die nichts anderes sind als globale Methoden, oder die Klassenvariablen, die in C++ nichts anderes sind als globale Variablen, die nur über den Namensraum der jeweiligen Klasse, über den Scope mit adressiert werden. Und Metaprogrammierung, die im Grunde genommen beide Konzepte jeweils ergänzt, einmal über die Funktionstemplates Funktionen kreiert, die nachdem sie übersetzt wurden von dem Compiler und instanziert wurden, also mit einem konkreten Typ versehen wurden, wie normale Funktionen gehandhabt werden. Das sind quasi nur während der Entwicklungszeit Schablonen, die zur Verfügung stehen, die dann von dem Compiler zu einer konkreten Funktion oder zu einer konkreten Klasse gemacht werden, die sich in keiner Weise unterscheiden von einer Funktion oder einer Klasse, wenn sie ohne Template-Syntax geschrieben ist, nur dass eben über dieses Mängeling, über das Bilden von Namen,
sie von dem Compiler automatischen Namen kriegen und quasi die Schablonen komplettiert werden um den konkreten oder die konkreten Typen, die angegeben wurden. Und insofern ist natürlich auch hier eine nahtlose Kopplung möglich. Jetzt waren wir in den funktionalen Teil mit reingerutscht, hatten das Bind schon gesehen. Ich glaube, jeder von euch kann einen Eindruck gewinnen. Wenn erst heute dazugekommen sind, guckt euch das Video von den letzten, also sowohl Montag als auch Freitag der letzten Woche einfach nochmal an, welche Möglichkeiten Bind uns eigentlich als Programmierer liefert. So, und jetzt kommen wir zu den Lambda-Funktionen. Und auch hier gehen wir einfach mal wieder über den Umweg. Das heißt, wir werden mal drehen, damit man überhaupt versteht, was so ein Lambda-Ausdruck ist, drehen wir das Ganze mal um, beginnen wieder mit einer Klasse. Das heißt, wir schreiben uns wieder eine Hilfsklasse einfach mal und drehen diese dann zu einem Lambda-Konstrukt. Weil Syntax ist immer das eine, verstehen, warum bestimmte Dinge so funktionieren und wie sie funktionieren und warum sie so funktionieren, hat natürlich immer einen gewissen Vorteil. So. Genau, das war's. Wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen immer gleich. Selbes Spiel wie immer. Wir machen das für euch, damit ihr lernt. Ich weiß von den meisten, was da passiert. Bei einigen tue ich vielleicht auch nur so, als wenn ich es wüsste. Insofern, wenn ihr Fragen habt, stellt diese Fragen einfach mitten rein oder nutzt eben auch den Discord-Server, den wir haben, um entsprechende Fragen im Vorfeld vielleicht stellen zu können, zu diskutieren, euch untereinander auch austauschen zu können und zu helfen. Auch da nochmal die Erinnerung, es gibt in diesem Discord-Server auch so einen Who-Am-I-Bereich, wo ihr die Möglichkeit habt, euch einfach mal vorzustellen, um ja jedem die Möglichkeit zu geben, aber natürlich auch mir damit die Möglichkeit zu geben, einfach mal ein bisschen besser Bescheid zu wissen, mit welchem Hintergrund ihr eigentlich kommt, was ihr eigentlich für Interessen habt und warum ihr an diesem Kurs teilnehmt. Das ist natürlich eine weite Spanne, das sind auf der einen Seite Studenten, aber wir haben auch wirklich ja, Rentner dabei, die ihr Wissen nochmal auffrischen, die aus Spaß an der Freude dabei sind. Und das ist natürlich eine ganz gewaltige Spanne, die hier damit bedient wird. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Ist auch keine Frage, dass, ja, wenn alle zueinander kommen, das eben doch das Beste ist, was passieren kann. So, dann gehen wir schon mal rüber. Gehen mal wieder aufs Visual Studio, aber das ist wieder kein Unterschied. Wir machen Standard C++. Sind auch noch im vorderen Bereich angesiedelt, sitzen klein, fährt die Kamera um. Ja, das hat geklappt. Jetzt habe ich die Brille wieder da hinten liegen lassen. Wäre ja auch ein Ding, wenn nicht. Mal den Tisch ein bisschen dichter ranholen hier. Hier ist des Weiteren nichts passiert und wir können beginnen. Also wie gesagt, wir hatten ja unsere Geschichte gemacht. Ich beginne einfach mal. Machen wir was ganz Neues. Eigentlich könnten wir auch was ganz Neues beginnen, denn es ist ein bisschen sauberer hier an dieser Stelle. Dann wechseln wir sogar zum C++-Builder. Machen den parallel dazu auf. Dauert jetzt natürlich immer ein bisschen, gerade bei mir den C++-Builder zu starten durch die Zusatzbibliotheken. Und da haben wir ihn. Und dann sagen wir gleich Datei, neu. Nehmen wir wieder eine Konsolenanwendung und speichern die hier entsprechend ab. Wie gesagt, ich halte ja nicht viel von diesen Parameter brauchen wir auch nicht. Also schreibe ich hier wieder void rein, dann kann das T-char hier auch weg.
Das ist, damit er entsprechend auf diesen Schalter hier reagiert. Hier ist unter den Optionen für das Projekt, nicht die Option, Projektoption. Hier ist ein Schalter, wie er dieses T-Char behandeln soll. T-Char entspricht, ob nun Char oder eben WCHAR-T. Das eine ist eine nationale Konsolenanwendung, das andere wäre die internationale Konsolenanwendung. Dann könnte ich halt auch mit entsprechenden anderen Buchstaben arbeiten. Wir hatten das in der Semesterpause ja gemacht, in dem einen Projekt. Natürlich ist auch da immer eine Einschränkung im Zeichensatz da, mit der man eventuell leben muss. Also wenn ihr anfangt, ägyptische Runen zu schreiben oder Wikingerzeichen zu schreiben mit Unicode, dann wird es auf der Konsole sicherlich Probleme geben. So, wir hatten ja dieses Phänomen, und damit starten wir einfach mal, dass wir gesagt hatten, wir hatten den Partition-Algorithmus. Der Partition-Algorithmus braucht einen unären Operator, um zu entscheiden. Nur der Container zählt. Deswegen nehmen wir uns hier an dieser Stelle einfach mal den Vektor dazu und nehmen uns den Algorithmus dazu. Und können jetzt hingehen und können uns einen Vektor, nehmen wir mal ruhig wieder Int-Werte, unsere Values, und können den initialisieren. C++11 hat uns da wirklich geholfen. 12, 54, 13, 19, 32. Sechzehn, acht, 15, 17, 23 haben wir auch noch nicht, 35 haben wir auch noch nicht, und nehmen wir noch die 7. Damit haben wir ein paar Testwerte, mit denen man irgendwas machen kann. So, und eine der häufigsten Algorithmen, die man einsetzt, auch hier nochmal wieder zu viel Erholung. Wir versuchen in vielen Konstellationen einfach das If zu vermeiden. Also nicht durch eine Menge durchlaufen und sagen, wenn das, dann mach das, ansonsten mach das, sondern wir teilen uns diese Bereiche vorneweg einfach auf. So, und dann ist es natürlich so, dass wir dafür den Partition-Algorithmus haben. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und kann sagen, okay, Standard Partition. Partition, wirklich, Aschenputtel. Also jeder, der mit dem deutschen Hintergrund kommt, kennt sicherlich die Grimmschen Märchen. Natürlich gibt es die Grimmschen Märchen auch in vielen anderen Sprachen übersetzt und in vielen anderen Ländern. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Aschenputtel ist ein grimmsches Märchen. Nicht, dass ich mich jetzt total versalze und das ist aus einer anderen Ecke. Und im Aschenputtel ist die Zähne drin, das ist die böse Stiefmutter, die das Erbsen oder Linsen verstreut in der Küche und sagt, sie soll die aufsammeln, und erst wenn sie die aufgesammelt hat, darf sie entsprechend an der Fest teilnehmen. Und dann kommen die Tauben und helfen, und Aschenputtel sagt, die Guten ins Körbchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Also die Tauben helfen dann in dieser Aufteilung. Und deswegen ist der Partition-Algorithmus eigentlich der Aschenputtel-Algorithmus. Erstmal definieren wir den Range, auf dem das Ganze passieren soll. In dem Fall jetzt erstmal der komplette Values-Bereich. Range wird immer mit zwei Iteratoren definiert, wovon der erste möglichst kleiner sein sollte als der zweite, zumindest wenn wir vorwärts in diesen Range reingehen. So, und damit haben wir Values-Beginn und wir haben Values.End. Das sind die beiden Iteratoren, die den kompletten Bereich definieren. Wieder dran denken, man kann das nicht oft genug wiederholen, das muss man sich einbläuen. End ist nicht das letzte Element, wie in vielen anderen Sprachen, sondern End ist das erste Element hinter dem letzten Element. So, und jetzt kommt eine Funktion, die erwartet von uns ein unäres Element, und zwar genau von diesem Vektor hier. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Funktion, die Int verarbeiten kann oder eine Referenz auf Int verarbeiten kann. Das ist relativ einfach. Nehmen wir einfach mal eine Bool, also sie muss Bool zurückgeben. Bool ist odd, ist das Ganze eine ungerade Zahl.
Jetzt geben wir ihm den Int-Parameter, den er braucht. Nennen wir es einfach mal val und können jetzt hier entscheiden, return val modulo 2 gleich ungleich 0. Wir haben ja isOdd gesagt, ist ungerade, also ungleich 0. Das heißt, jeder Wert, der durch 2 teilbar wäre, wäre eine gerade Zahl per Definition. Jeder Wert, der nicht durch 2 teilbar ist, ist eine ungerade Zahl. Das heißt, uns reicht dieses eine Argument, um zu entscheiden. Ein Argument reicht aus. So, und jetzt können wir hingehen und können sagen, okay, dann nehmen wir diese Funktion isOdd. Das ist eine normale Funktion. Es wird eine Function erwartet. Function kann Funktionszeiger interpretieren. Und nehmen diese Funktion und geben die hier einfach an. Jetzt muss es einen Rückgabewert geben. Partition schiebt alle Elemente, die der Bedingung entsprechen, nach vorne. Alle Elemente, die der Bedingung nicht entsprechen, werden nach hinten geschoben. Und er zeigt, der Rückgabewert von Partition ist das erste Element, was dieser Bedingung nicht entspricht. Wieder daran denken, das wäre der Beginn aller geraden Zahlen und wäre das Ende aller ungeraden Zahlen. Weil das Ende ist das erste Element dahinter. Das erste Element, was eine gerade Zahl ist, ist aber das erste Element hinter den ungeraden Zahlen. Also entspricht genau dieser Definition. Hier können wir natürlich das Auto bemühen und können sagen, Auto it ist gleich. Früher hat man hier viel mit Typdefinitionen gearbeitet. Das heißt, wir hätten in unseren Programmen, ganz oft auch in unseren produktiven Systemen, früher hat man es mit TypeDef geschrieben, hier natürlich TypeDefs drin, und hätten gesagt, wir haben einen Int-Vektor, als Beispiel. Beim TypeDef hat man es umgekehrt geschrieben. Erst kam das, was man haben wollte, also ein Standardvektor von int. Und das Ganze kriegt den Namen int-Vektor. Und dann ist man auch gleich oft hingegangen und hat gesagt, ich möchte lange Namen vermeiden. Also hat man auch ein TypeDef wieder geschrieben und hat gesagt, okay, ich nehme meinen Standard oder man nimmt meinen int-Vektor. Ich hatte natürlich diesen Typ schon wieder verwenden. Ich nehme meinen Int-Vektor und davon habe ich einen Iterator. Und das nennen wir it von Int-Vektor. So, und genauso konnte ich dann natürlich hingehen und konnte sagen, okay, ich habe einen Const-Iterator und den nennen wir jetzt sit. Für Konst-Iterator. Namenskonvertierungen sind nicht nur, dass man erkennt, was sich dahinter verbergen konnte. Es spart viel Zeit beim Überlegen und Wiederfinden. So, jetzt haben wir aber die Möglichkeit, hier einfach ein Auto hinzuschreiben. Weil natürlich ist hier jetzt die Frage, soll das Ganze ein Konstanter oder ein nicht, also ein Iterator sein oder ein Konst-Iterator sein. Deswegen hat man mit C++11 hier an dieser Stelle den C-Beginn und ein C-End eingeführt. Das heißt, es gibt zu dem Beginn und dem End auch ein C-Beginn und ein C-End. Das sind von sich her schon konstante Iteratoren. Das heißt, die geben dann natürlich auch einen konstanten Iterator zurück. Ich habe damit also sichergestellt, dass ich hier weiter mit Auto arbeiten kann, obwohl ja eigentlich keine Unterscheidung möglich ist. Das heißt, wenn wir Beginn und End zurückgeben, dann gibt er standardmäßig einen Iterator zurück. Wenn wir C-Beginn und C-End verwenden, dann gibt er standardmäßig einen Const-Iterator zurück. Früher war das nicht problematisch, weil wir hier natürlich immer eine Variable angeben mussten. Das heißt, wenn ich hier gesagt habe, okay, ich möchte hier einen konstanten Iterator haben, dann habe ich hier an dieser Stelle eine Variable mit einem konstanten Iterator gehabt. Auch wenn ich mit einem nicht konstanten, also mit einem normalen Iterator gekommen bin, ist das in dem Moment gleich umgewandelt worden und ich konnte gar nichts verändern. Was natürlich wichtig ist, will ich nur lesen, dann brauche ich auch nur einen Konst-Iterator und dann nimmt man auch nur einen Konst-Iterator. Oder will ich den Wert auch verändern, will ich ihn schreiben, dann brauche ich den Iterator. Also wie gesagt, hier hat man uns auch geholfen, dass man gesagt hat, okay, über das C-Beginn und C-End gibt es eine Unterscheidungsmöglichkeit und damit kann ich hier spielend jetzt das Auto verwenden. Ich kann dem Compiler die Rest machen lassen. Und damit muss ich nicht mehr so furchtbar viele Typ-Defs hier vorne wegschreiben. Abgesehen davon, ab C++11 würde man auch kein Type-Def mehr schreiben, sollte man auch kein Type-Def mehr schreiben, sondern da nimmt man an dieser Stelle ein Using.
Jetzt muss man es aber umdrehen, das ist das Ärgerliche, macht es aber an sich auch lesbarer. Das heißt, ich schreibe jetzt Using, das ist mein neuer Typ und der baut sich aus dem vorherigen Typ auf, der so aussieht. Hier wird allerdings wirklich schon eine Instanzierung gemacht, während das TypeDef nur ein Namensersatz ist. Das ist ein besseres Define dahinter. Und löst das auch nicht in dieser Art und Weise auf. Und genauso kann ich jetzt hier natürlich auch ein Using machen und kann über ein Using mir trotzdem noch meinen Namen definieren. Das hat natürlich auch immer einen Vorteil. Das ist auch ein Streit, der wirklich da ist, muss man ganz klar sagen. Mit auch gerade älteren Programmierern, die beklagen, dass das unlesbarer wird, modernes C++. Dass man eben ja nicht weiß, was durch das Auto rauskommt. Natürlich weiß man das. Ohne Wenn und Aber weiß man das. Aber es ist, einige bevorzugen halt mehr Informationen an dieser Stelle, die wollen den Typ schreiben, dann sollen sie ihn schreiben. So, damit haben wir die Partition. Jetzt ist es aber so, wir haben eben nur eine Funktion mit einem Parameter und das muss dieser Containerinhalt sein. Das heißt, wir haben eigentlich keine Möglichkeit, einen Parameter daran zu geben. Deswegen hatten wir schon gesagt, okay, ist ja nicht weiter tragisch. Ich könnte jetzt ja hingehen und könnte sagen, ich schreibe eine Funktion, wieder daran erinnern, ist lesser than 15. Ich habe ja keinen Parameter zur Verfügung. Und jetzt kann ich natürlich hingehen und kann sagen, okay, return ist der Wert kleiner als 15. Jetzt müsste ich hingehen für jeden dieser Spezialfälle, der mich interessiert. In der Regel will ich ja nicht jeden Wert. Lesser 15, lesser 30, lesser 60, lesser 100. Mir meine Funktionen aufzubauen. Ich hätte also unnötig viele Funktionen. Das haben wir gelöst in dem Moment, wo wir hingegangen sind und haben eine Klasse daraus gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, okay, objektorientierte Erweiterung für die Funktionenprogrammierung ist ja relativ simpel. Funktionsoperatoren können wir schreiben. Also schreibe ich meine Klasse T lesser. Wieder, ich kann es auch als Struktur schreiben. Struktur hat natürlich den Vorteil, dass sie an dieser Stelle einfach, ich brauche keinen Private, keine Elemente schützen oder irgendwas anderes. Ist aber von der Idee her dasselbe. Also man findet sie oft als Struktur und ich kann sie als Klasse schreiben und kann dann sagen, okay, mein Datenelement ist erstmal geschützt. Ich möchte, dass es auch nicht verändert wird, so ohne weiteres. Das soll auch geschützt werden. Vielleicht will ich es sogar als Konstante haben. Auch das wäre ja möglich. Ich könnte also hier hingehen und könnte sogar ein Constint definieren. Nennen wir das Max an dieser Stelle. Ich muss natürlich auch Const schreiben, wenn ich Const sage. Wichtig ist jetzt, sagen einige, oh, Const nicht definiert. Geht ja eigentlich gar nicht. Const muss gleich definiert sein. Es ist natürlich nicht so. Const muss erstmal per se nicht definiert werden, sondern ich muss es dann im Konstruktor setzen. Und das ähnlich wie bei der Referenz, da haben wir es ja auch schon gesagt, das muss gesetzt werden, bevor die Klammer aufgeht. Ich schreibe mal das Private bewusst davor, um das entsprechend zu schützen. Das heißt, ich muss hier hingehen und muss mir einen Konstruktor schreiben. Und kann jetzt lesser int Parameter Doppelpunkt, Konstruktorschreibweise, max ist gleich param. Jetzt wird die Konstante zu, noch setzbar. Solange die geschweifte Klammer nicht aufgeht, können wir diese Werte noch verändern. Und wenn die geschweifte Klammer aufgeht, ist das eine Konstante geworden. So, und damit haben wir unseren Standardkonstruktor für dieses Teil. Ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt kopieren lassen muss. Wir deleten es einfach mal, können wir später ausprobieren, wenn es nicht funktionieren sollte. Und wir können natürlich auch den Standard-Destruktor problemlos deleten, weil, was soll er machen? Wir haben kein
kein dynamisches Datenelement. Also Standardkonstruktor, also Destruktor wird immer dann wichtig, wenn wir Ressourcen verwalten innerhalb der Klasse, wenn wir Speicher alloziert haben, wenn wir einen Log alloziert haben, wenn wir einen File geöffnet haben, wenn wir eine Datenbankverbindung geöffnet haben und wir wollen dann schließen, dann sollten wir auch immer wirklich hinter uns aufräumen, sollten die Verbindungen alle freigeben und schließen. Bei so einer Klasse ist die Variable weg und dann ist sie weg und kann auch nichts mehr schiefgehen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Damit das für uns funktioniert, müssen wir jetzt unseren Boolschen Wert hier entsprechend definieren. Unseren Klassenoperator. Deswegen beginnen wir mit Funktionsoperator, Operator. Beginnen wir mit dem Schlüsselwort Operator, dann kommt der Operator selber, Funktionsoperator, Klammer auf, Klammer zu. Jetzt kommen die Parameter. Und hier wird uns wieder unser Wert übergeben. Und den können wir jetzt abprüfen und können sagen, return unser Val kleiner als unser Max. Ein Manipulator macht keinen Sinn, weil das ist eine Konstante. Wir haben nur eine Konstante innerhalb der Klasse. So, und jetzt können wir hier schon anfangen und können sagen, geben wir doch die Instanz von diesem Teil hier einfach rein. Standardkonstruktor können wir auch noch ausschalten und sagen, erstmal ist lesser 15. Und jetzt sehen wir schon, dass wir das erste Mal ein Problem kriegen. Das liegt daran, weil wir keinen Kopierkonstruktor haben, weil er mit jedem Aufruf, den er da erstmal reinsetzen würde, auch versuchen würde, eine Kopie zu erzeugen. Wir haben aber nicht zugelassen, dass er kopiert. Wir haben auch keinen Move definiert. Andere Variante wäre natürlich sicherlich, man würde moven. Und würde das erlauben. Daran scheitert das hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingucken, Thomas, somewhat help, danke fürs Follow. Wenn wir hier reingucken, dann sagt er, wir versuchen eine deleted Funktion zu benutzen an dieser Stelle, weil das einfach nicht da ist. Das kann man erstmal versuchen dadurch zu umgehen, dass wir keinen R-Value dann rausmachen, sondern einfach mal sagen, okay, erzeugen wir doch mal ein Klassenobjekt. Das nennen wir einfach mal Checker. Jetzt brauchen wir natürlich noch das Semikolon. Das sollte eigentlich funktionieren. Meckert hier immer noch. Dann speichern wir erstmal. Die Projekte bleiben wir mal sowieso in unserem GitHub. Da haben wir ihn in unseren unseren Evolution Source Functional. Und sagen jetzt hier Functional Lambda. Richtig geschrieben, ja. Ach, Mainfall. Existiert schon, nein. Jetzt mal gucken, was er uns sagt an dieser Stelle. Neuen Fehler, das hört sich immer wieder an. Attempt to use a deleted function. Und den Destruktor will er haben. Machen tut er nichts. Insofern geben wir ihm jetzt hier einfach einen Destruktor. Dann haben wir immer noch 7. Und der will immer noch kopieren.
an der Stelle. Also er will hier quasi die Kopie reinmachen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Dann geben wir ihm den an dieser Stelle und sagen, wenn er den dann unbedingt braucht, spricht ja hier überhaupt nichts dagegen. Auch hier müssen wir natürlich die Initialisierung machen, bevor wir reinkommen. Also unser ref.max wird, bevor wir in die geschweifte Klammer reingehen, danach können wir es wieder zumachen. Und spätestens jetzt sollten wir eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt haben. Und er übersetzt es auch, aber er linkt nicht. Ich habe doch gar keinen Swap gemacht. Das sind so die Punkte, die einen manchmal tierisch ärgern am C++-Builder. Dann gucken wir mal, wo Standard-Swap herkommt. Algorithmen. Da wäre es aber auch noch mal dran. Das hat funktioniert. Sollte das an dem Namen Lesser liegen? Achso, doch da ist noch was Falsches drin, da hat er auf jeden Fall recht. Das, was uns jetzt fehlt, ist natürlich wirklich eine Bibliotheksfunktion, die er nicht findet, die also zur Standardbibliothek gehört. Ich glaube auch nicht wirklich, dass wir einen Fehler gemacht haben. Kopieren wir uns das Ganze mal raus und sagen, okay, wechseln wir zu Visual Studio und sagen, hier, wir machen hier ein neues Projekt. Neues Projekt erstellen. Konsolen-App. Function Lambda VC. Gut,
kopieren wir das alles hier rein. Und hier kommt auch eine Fehlermeldung. Das ist wieder das. Bin doch jetzt nicht so blöd. Dann gehen wir im R-Value-Operator, vielleicht hilft ihm das. Na gut, wir haben keinen Standardkonstruktor, aber das kann es eigentlich nicht sein. Wir dürfen auch gar keinen haben. Wir haben einen Initialisierungskonstruktor, der ist da. Wir haben unseren Kopierkonstruktor, der ist auch da. Wir haben den, den können wir noch no except machen. Wir haben einen Destruktor, wir haben unseren Operator. Und jetzt sagt er, dass er hiermit nicht klarkommt. Left und Right sind unterschiedlich. Von const int nach int nicht möglich. Ja, wir haben doch gar keinen const mehr drin. Das habe ich doch schon lange aufgegeben. Int. Geswappt. Nicht in.
schmeckelt er aber wirklich das Argument an. Jetzt meckert er wieder das Zwop an. Ich habe noch C-Beginn drin. Die Partition kann natürlich, ich meine, ich habe es erklärt, aber die Partition verändert auf jeden Fall den Bereich, das ist gar keine Frage. Und wenn ich mich jetzt darum gedreht habe, dann habe ich mich wirklich dämlich angestellt. Ja. Danke für den Hinweis, das war natürlich, also wenn man erklärt, man sollte immer bei dem Faden bleiben. Ist natürlich klar, die Partition verändert den Vektor. Und ich gehe mit einem konstanten Ausdruck drauf und dann sagt er zu Recht, und da sieht man, wie gut C++ funktioniert, wie schlecht die Fehlermeldungen teilweise im Template-Bereich sind, dass das eben an der Stelle nicht passt und nicht sein kann, weil er versucht, hier auf jeden Fall eine Veränderung vorzunehmen und die kann nicht funktionieren, weil ich hier an der Stelle C eingegeben habe. Das war der ganze Hintergrund. Also Checker, nee, die Funktion hätte ich gerade nicht eingeben müssen mit Klammer auf Klammer zu, weil ich gebe die Klasse rein als Instanz und der Algorithmus ruft dann den Funktionsoperator entsprechend auf. Also wie gesagt, das war der dumm gedreht, dann können wir auch zum Bilder wieder zurückgehen, dann sollte das hier auch wieder funktionieren. Dann ist das der Fehler, den wir uns von hier geerbt haben. Und hier haben wir kein R-Value-Konstrukt mit im Spiel und deswegen konnte er auch nicht swappen, weil er wollte ja die Reihenfolge im Vektor verändern und das habe ich ihm durch das C an der Stelle unterbunden. Aber deswegen sieht man auch, wie wichtig Const an der Stelle wirklich ist, weil habe ich einen Algorithmus, wo ich nicht hundertprozentig weiß, was er macht, muss ich hier natürlich aufpassen. Okay, jetzt sind wir wieder im Rennen. Ich habe was zum Schneiden, wenn ich das Video raufstelle. Das war jetzt dämlich hoch 10 von mir. Da habe ich mich selber ausgetrickst. Das Prinzip ist jetzt klar. Wir haben Funktionen, wir haben unären Ausdruck. Wir brauchen unären Ausdruck. Mehr haben wir hier an dieser Stelle nicht. Und natürlich können wir jetzt erstmal hingehen und können sagen, wir machen dasselbe mit dem Lambda. Und jetzt schließt sich die Lambda-Syntax. Wir können jederzeit eine Funktion definieren. An jeder Ebene. Wir können die global definieren, wir können die lokal definieren. Das ist eine normale Variable. Ein Lambda-Ausdruck per se ist erstmal eine Variable. Das ist ein ganz großer Vorteil. Funktionen erster Ordnung werden sie ganz oft genannt. Closures taucht als Begriff ganz oft auf. Closures sind sogenannte namenlose Funktionen. Namenlose Funktionen heißt, dass die Funktion selber keine Adresse hat. Das ist auch der ganz große Vorteil, den sie haben, weil Funktionen ohne Adresse können natürlich beliebig verteilt werden. Und jetzt nehmen wir wieder eine moderne Rechnerarchitektur. Ich habe vielleicht eine Grafikkarte da drin, vielleicht auch zwei Grafikkarten. Ich habe vielleicht mehrere Rechner, die mir zur Verfügung stehen, um eine Aufgabe zu lösen. Und ein Closure von der Idee her kann erstmal frei wegverteilt werden, desto weniger Abhängigkeiten das von seiner Umwelt hat. Und deswegen beginnt ein Closure immer mit dem sogenannten Capture-Ausdruck. Ich kann mir also eine Funktion definieren. Auto wieder. Das ist der Typ, der dahinter steckt. Und es beginnt immer mit dem Capture-Ausdruck. Und ich schreibe jetzt mal einen leeren Capture-Ausdruck. Und jetzt sind wir uns wieder einig, da sind wir wieder bei diesem C++ recyceln, anders kann man es ja nicht nennen. Mit vor C++11 wäre das eine ungültige Syntax gewesen. Es wäre sowas gegangen, dass hier irgendwie ein Name vorsteht und dann die eckigen Klammern würden quasi das Feld dazu beschreiben, aber dass ein Ausdruck mit einer eckigen Klammer beginnt. Null Chance. Das war tabu. Im alten C++. Insofern konnte man diese Syntax jetzt einfach benutzen. Und hat gesagt, okay, ich brauche sowieso einen sogenannten Capture-Ausdruck. Ich schreibe mal hier einfach Capture darüber. Ich habe einen Capture, ich habe Parameter, ich habe einen
Rückgabewert. Und ich habe den sogenannten Funktionsbody. Schreibt mal wirklich gemischt jetzt. Ich habe die Funktion. Das sind meine vier Teile, aus denen sich ein Lambda-Ausdruck definiert. Beginnen tut das immer mit dem Capture-Ausdruck. Dann kommen die Parameter. Parameter schreiben wir genauso, wie wir sie in der normalen Funktion kennen. Wir können also hier hingehen und können sagen int max. Nee, Quatsch, int vor allem. Jetzt kommt der Rückgabewert. Der ergibt sich in der Lambda-Syntax vom Grundprinzip her immer folgend. Das ist eine Syntax, die immer mehr in C++ Einzug hält. Viele stören sich daran, dass erst der Rückgabetyp kommt und dann der Funktionsname. Ich kann also auch mit modernen C++ tatsächlich dieses int nach hinten schieben. Und kann hier den Rückgabewert angeben. Das findet man in vielen Programmen. Gerade jüngere Programmierer bevorzugen die zweite Variante. Da gibt es wahrscheinlich auch eine Ähnlichkeit zu anderen Programmiersprachen, Python, Rust, die ähnlich argumentieren, dass man sagt, erst kommt der Name der Funktion und dann kommt der Rückgabewert. Auch Pascal macht das ja ähnlich, dass der Rückgabewert hinten steht, also ganz hinten steht. Insofern fühlen sich da viele jetzt bestärkt, dass C++ diese Alternativsyntax auch anbietet. Natürlich ist es für die Lesung des Compilers nicht unbedingt ein Vorteil, wenn der Typ hinten steht. Insofern lässt sich darüber streiten, was ihr macht. Aber einfach als Erklärung, es geht auch das. Auch unabhängig vom Lambda-Ausdruck kann ich ab C++11 den Rückgabetyp einer Funktion als Trailing-Ausdruck schreiben, also getrailt, nachfolgend schreiben. Trailing heißt ja nachlaufend. In der Lambda-Syntax, Lambda-Kalkül, Beschreibung von Funktionen, in der Beschreibung von Funktionen ist es eben so, dass der Pfeiloperator bedeutet, ergibt oder daraus folgt. Insofern passt das natürlich auch tatsächlich in der Semantik hier, dass dieser Pfeil nichts anderes bedeutet aus diesem Capture-Ausdruck und diesen Parametern folgt dieser Rückgabewert. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, mit C++14 können wir das Trailen schon wieder vergessen. Das war nur eine kurze Zwischenepisode, sie funktioniert aber immer noch. Und es gibt immer noch genügend Konstellationen, wo sie tatsächlich auch hilfreich ist. Weil ich zwinge natürlich den Compiler in diesen Rückgabewert hinein. Ich umgehe das, was man später als Type Detection bezeichnen wird, dass C++ selber erkennt, was das für ein Rückgabetyp ist. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Funktion, die bool zurückgibt. So, dann kommt der Funktionsbody, der sieht nicht anders aus als das, was wir auch kennen. Nehmen wir unsere Lesser-Funktion. Return value ist kleiner als 15. Und damit haben wir uns eine Funktion entsprechend definiert. Das können wir, wie gesagt, auf jeder Ebene machen. Das kann ich also auch lokal machen. Ich gehe jetzt einfach mal hier lokal rein und definiere das. Wichtig ist nur, das ist eine Variable, das ist keine Funktion. Jetzt sind wir nicht nur global, jetzt sind wir sogar lokal als Funktion. Eine Funktion, also eine Variablendeklaration wird immer mit einem Semikolon beendet. Also ein Lambda-Ausdruck, wenn er nicht isoliert irgendwo steht, muss immer mit einem Semikolon beendet werden, weil das ist eine Variable. Weil das eine Variable ist, können wir jetzt aber auch hingehen und können sagen, okay, wir haben hier oben ja dieses ist lesser than 15 gehabt. Nennen wir das Ganze doch mal ist lesser than 15. Jetzt haben wir eine Variable, die heißt eindeutig so wie die Funktion hier oben. Das ist eine Funktion, das ist eine Variable. Und jetzt können wir natürlich hingehen und können sagen, okay, nehmen wir das Element wieder weg. Oh, jetzt habe ich den ganzen rein. Auch das funktioniert natürlich. Ist lesser 15.
Und jetzt setze ich mal, hier müssen wir natürlich einen Kommentar drumherum setzen. Jetzt setzen wir, jetzt haben wir hier die Funktion. Ich gehe mal, mache hier auch einen Zweizeiler draus. Einfach, dass wir die Position für den Rückgabe, also für den Haltepunkt haben. Ich setze hier einen Haltepunkt rein. Wir setzen, jetzt meckert er das hier noch an, ist Lesser 15, warten wir mal ab. Und wir setzen hier einen Haltepunkt an und wir kompilieren. Jetzt habe ich nur ausführen gesagt. Ist Lesser Send 15. Und die Klammer hier ist natürlich zu viel, da hat er auf jeden Fall recht. Jetzt haben wir unsere beiden Breakpoints gesetzt. Gucken wir mal, in welche der Funktionen er reinspringt. Und wir sehen, er hält hier an. Und landet tatsächlich in unserem Lambda-Ausdruck. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, über eine Variablendeklaration auch eine vorhandene Funktion zu verändern und zu überdecken. Der Lambda-Ausdruck geht immer vor, Funktion erster Ordnung. Nicht nur, dass er leichter zu verteilen ist, sondern dass er ja vorrangig ist. Das nehmen wir mal wieder weg, das nehmen wir weg. Wie gesagt, genau so kann ich jetzt hier natürlich hingehen und kann sagen, anstatt das zu schreiben, kann ich auch hier hingehen. Lambda-Ausdruck, Capture aufmachen, Parameter. Das kann const sein. Daraus ergibt sich ein boolscher Wert, noch mit C++11. Wie gesagt, modernen oder mit aktuellen Programmen wird man das nicht mehr finden, weil da erkennt der C-Compiler das, oder der C++-Compiler das alleine und kann jetzt sagen, weil kleiner ist als 15, das soll er zurückgeben. Das ist das Semikolon von der Anweisung. Jetzt wird der Lambda-Ausdruck zugemacht, der Funktionsbody. Jetzt kommt die Klammer von der Partition und das Semikolon, was diese Zeile quasi beendet. So, und jetzt habe ich meinen Lambda-Ausdruck an Ort und Stelle definiert. Ich muss also gar nicht mehr damit arbeiten. Für kleinere Funktionen, die man mal schnell verwendet, ist das auch die gängige Methode in der heutigen Zeit. Und wie gesagt, modernes C++ erlaubt uns hier an dieser Stelle auch ein Auto. Damit ist das Ganze ein Lambda-Template, auch das funktioniert. Und lässt es zu, dass ich das Trailen hier an dieser Stelle weglasse. Jetzt wird die Funktion quasi zu dem Zeitpunkt des ersten Aufrufs mit Leben erfüllt. Das heißt, jetzt macht er aus dem Lambda, aus dem Value, der ihm übergeben wird, eine konstante Referenz. Also ein Int erkennt er, in dem Vektor steckt ein Int, der da übergeben wurde. Und damit wird das Ganze aufgelöst. Also auch Lambdas können sogar wieder Template-gleich sein, nennen wir das mal so. Man schließt also sogar wieder den Bogen zur Metaprogrammierung an dieser Stelle und sagt, pass mal auf, hier kann auch ein Auto stehen, damit kann jeder beliebige Typ stehen, ab C++20 kann da auch ein Konzept stehen. Was die ganze Sache natürlich noch interessanter macht, dass wir in der Lage sind, die Wertemenge einzuschränken, für die das Ganze zulässig ist. Wir wollen nur integrale Typen erlauben. Oder vielleicht Doppel- und also Gleitkommazahlen noch dazu, aber andere Werte wollen wir nicht haben. Dann können wir über ein entsprechendes Konzept hingehen und können den Bereich eindünnen und können dann ein Konzeptparameter hier an dieser Stelle übergeben und sagen Autokonzeptname, konstante Referenz und haben dann sichergestellt, dass das Ganze zwar ein Template ist von der Idee her, ein Lambda-Template, aber dass es eingeschränkt ist auf das Konzept, was wir übergeben haben. Das macht die C++-Programme dann ein bisschen lesbarer, auf der einen Seite sogar wieder, aber es macht sie vor allen Dingen sicherer. Und wie sicher sie sind, haben wir eben gesehen. Ich habe es ja nicht kompiliert gekriegt. Ich hatte ja durch mein Erklären mit dem Const-Iterator mir selber ein Ei gelegt und habe es noch nicht gleich entdeckt. Manchmal sitzt man vorm Bildschirm und sieht das Offensichtliche nicht. Das geht mir nicht anders als euch.
Jetzt haben wir wieder diesen festen Ausdruck drin. Das würde an dieser Stelle nicht wehtun. Also wenn ich jetzt hier einen 15 drinstehen hätte, würde mir das überhaupt nicht wehtun. Weil wenn ich jetzt sage, oh, da soll keine 15, da soll 30 hin, na und, dann mache ich es an dieser Stelle. Also Lambda existiert ja nur für diesen Funktionsaufruf. Das heißt, hier das zu ändern, würde mir nicht wehtun. Hier oben ist es allerdings schon wesentlich blöder. Also hier ist es echt blöd, weil ich will natürlich nicht ein ist lesser than 15, ist lesser than und so weiter haben. Deswegen gibt es den sogenannten Capture-Ausdruck. Ich kann also hingehen und definiere mir hier eine Variable int. Jetzt nennen wir ihn mal MaxValue wieder und sagt, der ist 15. Und ein Capture beschreibt, also vom Prinzip her funktioniert ein Closure immer als unabhängige Funktion. Wieder dran denken, ich hatte das erklärt, dass es Funktionen gibt, die sind zeitinvariant. Da ist es eigentlich völlig egal, wann sie aufgerufen werden. Und es gibt zeitvariante Funktionen, die haben Abhängigkeiten nach außen. Und diese Captures, die definieren die Abhängigkeiten nach außen. Eine Funktion mit einem leeren Capture ist per se eine zeitinvariante Methode. Die kann ich als const expression mit aufrufen und aufbauen. Die kann durch den Compiler vorneweg ausgeführt werden, auch als Lambda, weil sie hat keine Abhängigkeiten. Die ist für sich isoliert. Der Capture definiert immer eine Sicht nach außen. Wirkt dann aber wie ein zusätzlicher Parameter. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, könnte ich jetzt hier natürlich sagen, pass mal auf, hier übergebe ich den Max-Value. Einfach mit. Wir behalten jetzt eine Funktion mit einem Parameter. Wir haben hier unseren Parameter, weil es bleibt eine unäre Funktion. Das heißt, der Partition-Algorithmus wird die auch weiter verarbeiten. Wir haben aber ähnlich, wie wir das hier oben gemacht haben, deswegen habe ich mit der Klasse Thema Lesser begonnen. Da haben wir auch gesagt, okay, wir haben nur eine Funktion, die darf nur einen Parameter verarbeiten. Also müssen wir uns überlegen, wie wir diese anderen Parameter, die wir brauchen, irgendwie verstecken. Und das haben wir durch so ein Klassenkonstrukt gemacht. Und wie gesagt, Lambda ist nichts anderes. Lambda macht im Hintergrund genau das. Es erzeugt eine Instanz einer Klasse, das ist ja eine Variable, also muss es eine anonyme Klasse sein, über die das Ganze läuft. Und die Captures sind nichts anderes als, wenn wir ihn so übergeben, als Wert übergeben, ist es nichts anderes wie der Verweis, der hier drauf läuft. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und können sagen, schmeißen wir diesen Ausdruck hier wieder raus. Und nehmen unser isLesser-Sen hier rein. Jetzt haben wir wieder unsere Variable drin. Also wie gesagt, isLesser-Sen ist eine Variable. Der wurde hier an dieser Stelle aber einen Wert mit übergeben. Den mussten wir vorneweg definieren erstmal. Wir sind in C++ 11. Auch da gibt es Erweiterungen mit C++ 14 und 17. Man will es den Programmierern ja immer leichter machen, solche Dinge zu verwenden. Aber zum Zeitpunkt von C++ 11 mussten wir das wirklich über eine Variable machen. Und da hier nichts weiter angegeben ist, wird diese Variable als Wert übergeben. An dieser Stelle. Das heißt, MaxValue ist für diesen Ausdruck einen Wert. Ich könnte auch ein und davor schreiben. In dem Moment wäre MaxValue der eine Referenz. Damit könnte ich sie sogar verändern. Das ist ja auch wichtig in vielen Fällen, dass wir Werte übergeben und wollen beispielsweise zählen oder wollen rechnen, bestimmte Dinge durchlaufen und rechnen einfach beim Durchlaufen. Und haben dann natürlich die Möglichkeit, diesen Wert auch entsprechend zu verändern. Also wenn und davor steht, ist es eine Referenz. Wenn nichts davor steht, ist es der Wert. Wenn ein Stern davor steht, ist es die Adresse. Also der Stern funktioniert genauso wie der Zeiger. Würden wir auch mit dem Stern definieren. Insofern können wir hier an dieser Stelle auch einen Stern davor schreiben. Wir können auch nur ein und da reinschreiben.
Jetzt werden alle umliegenden Variablen mit übergeben an den Capture. Jetzt steht mir die komplette Außenwelt zur Verfügung. Das macht diese Funktion natürlich hochgradig abhängig vom Aufruf. Das heißt, sie ist kaum noch bestimmbar. Also alles, was rund an Variablen sichtbar ist zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Lambda-Ausdrucks oder zur Erzeugung, glaube ich, das steht dann mit zur Verfügung. Das heißt, jetzt haben wir hier unseren Max-Value 15. Wir haben den kompletten Außenbereich mit übernommen und können jetzt hier hingehen und können das natürlich ausführen lassen. Dass das der schlechteste Fall ist, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, weil wir wollen die Abhängigkeiten möglichst gering halten. Das heißt, wenn ihr Lambda-Funktionen schreibt und ihr braucht, also die beste Lambda-Funktion ist immer eine im Lerncapture, Punkt. Weil keine Abhängigkeiten da, Zeit-Invariant, da können wir dann wirklich anfangen und können sagen, diese Lambda-Funktion, selbst wenn hier, glaube ich, das als Wert drin steht, würde das noch funktionieren, könnten wir auch jederzeit zu einem Const Expression machen. Nein. Lässt er noch nicht zu. Also immer wenn Abhängigkeiten da sind, wird das schwierig, weil woher soll der Compiler? Also wie soll er das Ganze konstant machen, wenn er hier an dieser Stelle noch sowas drin hat? Was wäre aber, wenn diese Zeile nicht existieren würde? Dann können wir dieses Max-Value hier an dieser Stelle so natürlich auch nicht verwenden. Deswegen, also es ist eine echte Kopplung, die da ist. Also da kommen wir nicht drum rum. Wir haben eine Kopplung erzeugt und auch wenn die über einen Wert gekoppelt wird, können wir natürlich nicht ein Const-Expression daraus machen, weil dieser Wert zu dem Zeitpunkt nicht existiert. Was wäre dann, wenn wir hier eine Const draus machen? In der Funktion, die wir aufrufen, hier ein Const draus gemacht. Und jetzt lässt er mich mit dem Const-Expression auch rein. Gib mir Rechte, hallo. Ich weiß gar nicht, was das Symbol bedeuten soll. Vielleicht ist es besser, dass ich es nicht weiß. Weil jetzt ist es eine Konstante, jetzt kann der Compiler das zur Kompilierzeit bestimmen, weil der Wert von Max-Value kann ja nicht mehr verändert werden. Einwinken, ah. Und kann nicht mehr verändert werden. Und das ist natürlich in dem Moment, kann er ein Const-Expression ausmachen. Jetzt gibt es aber eine neue Variante. C++ Capture Value. Gehen wir einfach mal C++ Lambda. Wie gesagt, dann sieht man, dass es hier ganz viele Veränderungen gibt, dass auch das mit C++ 23 noch nicht am Ende sein wird. Lambdas sind wirklich eine Geschichte, die in der Bewegung sind, die sich mit jeder Version verändert haben. Anders kann man das nicht formulieren. Also wenn jetzt steht until, ist auch immer die Frage, wann was dazugekommen ist. Und dann gucken wir mal, ob wir hier so ein Beispiel haben.
Weil wir können jetzt Werte auch im Capture erst definieren, muss man dazu sagen. Die müssen vorneweg nicht existieren. Er braucht einen Typ. Also ich kann jetzt hier hingehen und kann sagen, ich will diesen Max-Value nicht haben. Dann kann ich ihn hier quasi wieder als Wert definieren. Ich gebe ihn jetzt quasi wie einen zusätzlichen Parameter mit an diese Stelle. Habe natürlich damit im schlimmsten Fall auch wieder meine Flexibilität verloren. Also immer überlegen, was ist gut, was brauche ich, was ist am schnellsten, was ist am effektivsten. Weil jetzt habe ich natürlich dieselbe Situation. Ich habe mir einen Max-Wert definiert, der hat 15 als Wert und damit steht er mir hier auch zur Verfügung, obwohl er draußen nicht existiert und kann natürlich auch wieder ein Const Expression sein. Das heißt, den müsste ich jetzt auch problemlos kompilieren können und linken können und auch ausführen können, weil ich jetzt diesen Capture quasi einen zusätzlichen, also jetzt ist eigentlich nichts anderes passiert, als wir hier in dieser Klasse gemacht haben. Also wenn ich jetzt hier hingehe und sage, okay, das Max nennen wir auch mal Max-Value, damit es einheitlich wird, dann müssen wir das Ding hier auch Max-Value nennen. Jetzt haben wir also uns einen zusätzlichen Wert eingeführt, hier an dieser Stelle, als Konstante mit definiert und haben den entsprechend und können ihn hier drin verwenden. Das heißt, wir können jetzt im Capture quasi auch lokale Konstanten oder Variablen mit aufbauen. Fragen? Ist das egal, wo Const Expression steht? Ich glaube mal, egal ist es nicht, völlig egal, aber Const Expression ist eine Typerweiterung und die kann ja letztlich auch davor oder dahinter dem Typ stehen. Also es ist ähnlich wie, ja, wie Static oder Register oder Volunteer vom Verständnis her. Aber wie gesagt, Const Expression funktioniert nicht immer. Also wo es funktioniert, sollte man es verwenden, weil der Compiler tatsächlich ja schon ausführen kann und auch teilweise ausführt und weil es einfach besser und stabiler optimierbar ist. Insofern werdet ihr viele, viele, viele Funktionen der Standardbibliothek mittlerweile finden, wo, wenn man richtig in die Hilfe reinguckt, man sieht, bis C++20 waren die als Const als normal definiert und jetzt sind sie plötzlich als Const Expression definiert oder sogar als Const Evil definiert. Const Evil wird ja noch härter.
ConstEvil wird ja tatsächlich ausgeführt zur Kompilierzeit. Also ConstExpression ist die Bitte an den Compiler zu sagen, pass mal auf, bereite die Funktion so vor. Vom Prinzip her kannst du sie während der Kompilierzeit ausführen. Und wenn du sie während der Kompilierzeit brauchst, dann führe sie bitte auch aus. Und ConstEvil ist ja die Verschärfung des Ganzen. Setzt allerdings auch voraus, dass es denn keine Abhängigkeiten mehr gibt. Also ConstEvil ist schon noch eine Nummer härter in den Restriktionen. Und wie gesagt, wirklich immer aufpassen, den Capture-Bereich so klein wie möglich machen. Aber wir sparen uns ganz viele Funktionen damit, die wir früher sonst geschrieben hätten. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte den Vektor noch sortieren, dann habe ich natürlich meinen Sort-Algorithmus, kann hier hingehen und kann sagen, Standard Sort. Wieder natürlich sortieren setzt voraus, dass es änderbar ist. Jetzt brauchen wir eine binäre Funktion. Wieder kein Capture. Also kein Capture, einen leeren Capture. Also kein Capture ist da, ist leer an dieser Stelle. Jetzt kann ich natürlich wieder hingehen und kann sagen, okay, Auto A, Auto B, zumindest ab C++14, problemlos möglich. Ich mache da sogar ein Template draus. Ich möchte, jetzt könnt ihr sagen, ich weiß doch jetzt ganz genau, dass das hier ein Int ist. Aber wie gesagt, vielleicht ändere ich hier das Int irgendwann mal. Und wenn ich jetzt hier Int angegeben habe, dann habe ich im schlimmsten Fall eine automatische Typumwandlung. Das heißt, meine Programme werden doch viel stabiler und viel flexibler, dadurch, dass ich da Auto schreibe. In dem Moment, wo ich hier plötzlich ein Short schreiben würde und sage, die Werte sind so klein, das soll Short bleiben. Eine Stelle, mein komplettes Programm ist geändert, weil ich hier eben nicht mehr Int verwendet habe. Und damit ist natürlich diese IsLesser-Funktion auch an dieser Stelle besser, wenn hier ein Auto steht. Weil auch jetzt wirkt in dieser Funktion mit, es ist zwar ein Lambda, aber es ist ein Template-Lambda oder eine Lambda-Schablone, ich weiß gar nicht, wie sie heißt offiziell, und wird mit dem konkreten Typ hier erst aktiviert. Und das Ganze, wie gesagt, sogar noch als Const-Expression. Weil der Compiler weiß natürlich, hier steht ein Short drin, das ist gesetzt, wenn er kompiliert. Damit weiß er auch, dass hier für ihn gedanklich ein Short drin stehen muss. Und damit kann er das tatsächlich zur Kompilierzeit ausführen. Wenn ich hier jetzt aber hingehen würde und würde sagen, hier habe ich wieder ein Int stehen und hier habe ich dann auch ein Int stehen und ein Int stehen, weil das ja schöner zu lesen ist, habe ich mich der größten Flexibilität, die mir eigentlich zur Verfügung steht, beraubt. Sondern ich bin hingegangen und habe gesagt, pass mal auf, so funktioniert das Ganze nicht. Wenn, dann sollte man das wenigstens anders machen. Können wir auch gleich nochmal machen. Aber jetzt gehen wir erstmal hin. Ab C++14 und 17 in diesen Stufen sind die Sachen erweitert worden. Also ich habe das Auto hier mit zur Verfügung gekriegt und ich habe die Typ-Detection mitgekriegt. Das heißt, ich muss nicht mehr dieses Ergibt schreiben, diesen boolschen Wert, wenn das Ergebnis eindeutig ist. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und kann sagen, return a kleiner als b. Und jetzt ist ein kleiner Gleichoperator für C++ genauso definiert, egal wie, dass er ein Bool zurückgibt. Und auch wieder als Const-Expression. Also auch die boolschen Operatoren sind bei modernen C++ tatsächlich Const-Expression-Ausdrücke. Also könnten vom Compiler ausgeführt werden. So, und damit haben wir eine Sortierung hin. Ohne dass wir jetzt noch irgendwo eine Hilfsfunktion haben, weil ansonsten wären wir ja wieder gezwungen, und hätten hingehen können und hätten sagen können, okay, pass mal auf, bool, sort, lesser. Ich nehme jetzt mal wieder einen int-Wert rein, a, int b. Und könnten jetzt hier sagen, return a kleiner als b. Das wäre ja die Funktion, die wir eigentlich erwarten. Vom klassischen C++ her, 1998. Dass er von uns hier an dieser Stelle so eine Funktion erwartet hätte. Und deswegen gibt es Unmengen von solchen Funktionen. Und dann hätten wir natürlich auch wieder hingehen können und hätten sagen können, das hat man schon mit C++98 gemacht, jetzt wäre das natürlich blöd, das für int und für short und für jeden Fall separat zu machen. Deswegen hätten wir früher hier an dieser Stelle ein Template draus gemacht, hätten hier einen Typ definiert, Parametertyp,
hätten dann hier sagen können, pass mal auf TY, jetzt machen wir eine konstante Referenz, weil dieser Typ kann natürlich relativ groß sein. Das kann eine Klasse mit 100 Elementen sein, die wollen wir nicht kopieren. Deswegen sagen wir hier an dieser Stelle einfach, wir übergeben die als konstante Referenz. Bei Short und Int hat das noch keine Geige gespielt, weil die sind beide kleiner wahrscheinlich als die Referenz. Aber hier in diesem Fall sollte man das machen. Und wenn die Klasse jetzt ein kleiner Operator hat, das ist die Voraussetzung, dann können wir entsprechend sortieren. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und kann mir eine Personenklasse definieren mit Namen, Vorname, Alter, Anschrift, Geburtsdatum, schlag mich tot, mit ganz vielen Informationen, Kontonummer, Bankleitzahl, Kontostand, ganz vielen Elementen und sagt, sortieren tue ich die einmal vielleicht nach der Nummer und einmal vielleicht nach Name, Vorname und Geschlecht. Oder nur Name, Vorname und Geschlecht lasse ich willkürlich, aber ich will ja möglichst immer eine eindeutige Sortierung haben. Vielleicht, wenn ich eine Personennummer hätte, eine eindeutige Personennummer, würde ich zwar nach Name und Vorname sortieren, aber ich würde dann die Personennummer noch mit reinnehmen am Ende, weil ich kann natürlich auch zweimal, das ist uns ja tatsächlich passiert, dass, als meine Frau damals nach Berlin gekommen ist, wir Ärger mit dem Arbeitsamt hatten, weil jemand mit demselben Namen und demselben Geburtsdatum irgendwo Hilfen vom Arbeitsamt beantragt hatte. Und beim Arbeitsamt gab es halt, später, ich habe ja dann jahrelang als Seniorarchitekt bei der Bundesagentur gearbeitet und habe das erzählt als Story und die haben gelacht und haben 3 of 5. Und gesagt, na, was ist 3 of 5? Naja, als die Bestände zusammengelegt wurden, jedes Arbeitsamt früher eigene Bestände und irgendwann wurden die zusammengelegt, da musste man sich einigen, wann ist die Person die gleiche. Und da hat man gesagt, wenn der Name, der Vorname und das Geburtsdatum gleich sind. Und das ist alles 3 war gegeben, es war aber eine andere Person. War definitiv eine andere Person und schwupps hatte meine Frau Unmengen an Theater mit, ja, ging damals um Förderung von Selbstständigkeit, die erstmal geblockt wurde. Mit STINT kann man auch Lambdas vorfüllen, eine eher akademische Erkenntnis, weil Capture schöner lesbar sind. Also wie gesagt, wir haben ganz viele Möglichkeiten. Jetzt haben wir einen Sort Lesser. Jetzt müssten wir beim Instanzieren aber den Typ angeben. Auch da hatten wir natürlich schon Hilfe. Also es ist ja nicht so, dass wir hilflos gewesen sind. Das heißt, hier wäre man hingegangen mit dem TypeDef, aber jetzt nehmen wir mal bewusst das Using. Und ich hätte sagen können, Using MyType. Ich möchte wissen, um welchen Typ handelt sich das eigentlich. Nun steckt dieser Typ hier in dem Vektor. Deswegen gab das einen sogenannten Declaration Type. Das heißt, ich kann von einer Variablen abfragen, welchen Typ sie hat, seit C++11. Ich gehe also hin und sage, meine Variable Values, was hat die eigentlich für einen Typ? Und das ist jetzt wirklich der Typ, der da zurückgegeben wird. C++11 ist in der Lage, Typen wie Werte zurückzugeben. Das heißt, Declaration Type gibt mir tatsächlich den Typ zurück. Und damit kann ich mit dem Typ auch weiterarbeiten. Und der Vektor hat einen, will nichts Falsches sagen, Value-Typen. Löst er das aufgenommen. Und jetzt ist MyType short. Wenn ich jetzt hier wieder hingehe, dann ist MyType an dieser Stelle int. Das heißt, ich habe nachträglich die Möglichkeit, über Declaration-Type von einer Variablen mir den Typ zu holen und über den Typ quasi weiterzuarbeiten. Und dann kann ich natürlich auf die untergeordneten Typen zugreifen. Jeder Typ kann ja per se untergeordnet erstmal Typen mitbringen. So, und damit habe ich den Typ, mit dem dieser Vektor hier an dieser Stelle definiert ist. Das könnte ich auch in einer Funktion wieder machen, dem quasi jetzt dieser Container übergeben wird. Wieder dran denken, wir haben das in der Vorlesung gemacht, im letzten Semester, dass wir geprüft haben, ob das überhaupt ein Vektor ist. Wir haben also ein Template geschrieben, das erstmal geprüft hat, ob der Parameter, der da übergeben wurde, ein Vektor ist. Und jetzt kann ich hier natürlich hingehen und kann auch ohne dieses Lambda-Auto, wenn ich die Funktion verwenden will, weil ich habe sie fertig. Also warum soll ich sie nochmal schreiben? Ich habe mein Sort-Lesser hier. Und jetzt kann ich natürlich hier hingehen und kann das Sort-Lesser wieder übergeben als Funktion. Jetzt muss ich es aber instanzieren, weil es ja immer noch ein Template ist.
Instanzieren eines Templates passiert auch immer mit den, wir sagen oft Template-Klammern, französische Klammern, wie immer ihr sie nennt, kleiner, größer, gleich, ist sicherlich der falsche Ausdruck, mit den Template-Klammern. Und jetzt kann ich diesen erst bestimmten MyType hier auch einfach verwenden. Das heißt, jetzt instanziere ich das mit diesem MyType. Natürlich, wenn ich das nicht darüber machen will, könnte ich auch diesen Ausdruck hier reinschreiben. Natürlich kann ich hier auch hingehen und kann stattdessen diesen kompletten Ausdruck hier hinschreiben. Das heißt, jetzt wertet der Compiler für mich diesen Typ aus, greift auf den Subtyp, der muss natürlich vorhanden sein, ValueType zu und instanziert dieses Template mit diesem Variablen-Typ. Deswegen ist das Declaration-Type so wichtig. Viele fragen immer, Declaration-Type, warum? Weil wir eben wirklich die Möglichkeit haben, damit noch zu agieren. Das heißt, ich kann mir jetzt eine Funktion, nehmen wir sie einfach mal, bum, 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 Template. Type nehmen, TY, void, sortiere schreiben. Sortiere kriegt eine beliebige Referenz auf dem Container. Nennen wir ihn mal wieder Values. Ich will beim Kopieren nicht zu viel Theater haben. Und hier machen wir Sortiere Values. Hier machen wir den Aufruf rein. Und spätestens jetzt, das kann, wie gesagt, wieder in eine Header-Datei stehen. In eine Header-Datei kann auch das Wort Inline davor stehen. Wenn das Inline ist, wird das von dem Compiler bei so einer Funktion mit Sicherheit zu Makro gemacht. Das heißt, es ist gar keine Funktion mehr, sondern es ist ein Makro, was quasi beim Aufruf ersetzt wird. Das heißt, dann steht wirklich nur noch diese Zeile da. Aber in dieser Zeile erkennt er, mit welchem Teil dieses Ding instanziert ist. Und nehmen wir mal unsere Adexular-Bibliothek. Bum, bum, bum. Wo haben wir sie? GitHub Adexular. Da müsste das ja drin sein. Adexular. Und hier haben wir... Wahrscheinlich ist das in Tuple Utils. My Timer. Ne. Da war es nicht drin. Ist das ein My Type-Satz? Hier haben wir dieses IsContainer. Auch wieder als Type definiert. Wir haben hier auch einen Is-Vektor, wo wir gesagt haben, okay, die wollen wir entsprechend kontrollierbar haben, ob das ein Vektor ist oder nicht. Das können wir auch schon mit C++11 machen hier. Das heißt, ich gehe hier an dieser Stelle hin, kopiere mir diesen Teil einfach mal, nehme ihn hier rein und sage, okay, baue ich mir hier so ein Type-Thread mit auf. Jetzt habe ich die Möglichkeit abzuprüfen, ob ein übergebener Wert ein Vektor ist oder nicht. Dafür hat es ja das enableIf gegeben, haben wir in der Vorlesung gehabt, was quasi hier entsprechend kontrolliert, ob dieses Teil so auflösbar ist. Und dann gibt er den boolschen Wert true zurück. In jedem anderen Fall gibt er den Wert void zurück. C++11 hat uns ja noch gezwungen, dass wir immer die entgegengesetzte Funktion geschrieben haben, vordefiniert haben und gesagt, okay, der Standardfall ist, das ist falsch. Und dann haben wir über das Template versucht zu setzen, wie müsste das eigentlich richtig aussehen und sind dann hingekommen und haben gesagt, dann ist hier an dieser Stelle das entsprechend zu setzen. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen, wir haben noch, C++11 hat ja leider noch keine Concepts, mit Concepts wäre es ja noch einfacher. Aber nichtsdestotrotz kann ich jetzt hier an dieser Stelle natürlich ein Static Asset machen. Jetzt muss ich nur überprüfen, ist Vektor.
Jetzt übergebe ich ihm an dieser Stelle. Declaration Type von Values. Und ich greife auf die Eigenschaft Value zu. Die ist ja hier oben gesetzt, der boolsche Wert, static, const expression. Das macht der Compiler. Hier genauso, static, const expression. Das heißt, wenn er den Typ entsprechend hier drüber nicht auflösen kann, wenn es enable if nicht zieht, dann nimmt er automatisch den als false, ansonsten gibt er hier true zurück. Das heißt, wenn der Wert gesetzt ist, ich weiß gar nicht, muss das jetzt positiv oder negativ sein, Parameter value isn't a vector. Wieder sortieren. Wird aufgerufen, mit values aufgerufen, fehlgeschlagen. Dann ist es umgekehrt. Da Parameter value ist ein Vektor, also muss er false sein. Das Declaration Type Values kriegt er jetzt nicht hin. Das ist gar nicht an der. Ach so, ich habe das Type Name an die falsche Stelle geschrieben. Das ist heute nicht mein Tag. In Standard Bind, ja, natürlich. Wobei da wirklich die Frage, also es passt alles zusammen, das ist ja das Entscheidende. Also im Chat kam ja, ich habe es nicht entziffern können mit STD und dann kamen 3 Sterne. Kann man auch Lambdas vorbefüllen. Natürlich funktioniert Bind, es passt ja alles zusammen. Das Lambda ist eine Function, das Bind erwartet eine Function. Bind liefert selber wieder eine Function zurück. Und damit kann ich im Grunde genommen alles, was da irgendwie möglich ist, entsprechend setzen, befüllen und einsetzen. Das ist alles eins. Und das schwächste Glied. Und das ist der ganz große Vorteil. Wir werden ja am Freitag Threads machen. Threads und asynchrone Funktionen. Und Futures, die kommen ja auch mit dazu. Also Speichermanagement. Und in vielen anderen Programmiersprachen muss ich, um ein Thread zu definieren, erstmal eine eigene Klasse schreiben. Ich muss für diesen speziellen Thread hingehen und muss sagen, okay, ich schreibe eine Klasse, was ist die Work-Funktion, was ist das, das, das. Ich habe ganz viel zu tun. C++ geht hin und sagt, mein schwächstes Glied ist die Funktion. Ich bin ja nicht objektorientiert. Also kann ich das schwächste Glied als Funktion nehmen. Das heißt, der Thread, die Funktion, die hinter dem Thread liegt, die Eigenschaft, die hinter dem Thread liegt, ist nur eine Function. Und wir haben wieder die Möglichkeit, Parameter zu setzen. Wir haben ja das Pack, das Variadic Template in C++11 auch dazu gekriegt. Das Pack, was entsprechend aufgefüllt werden kann, dass wir foldern können, dass wir uns holen. Und damit können wir natürlich auch eine Thread-Funktion schreiben, die erstmal von der Idee her nur eine Funktion ohne Parameter erwartet. Also der Thread von der Grundidee erwartet eine Funktion ohne Parameter. Was für uns nicht tragisch ist, das haben wir über Bind gelernt. Wir können sofort hingehen und können über Bind eine Funktion ohne Parameter kreieren und können die Parameter damit übergeben. Und das ist ja das, was hinter dem Folder dann auch steckt, dass er sich die Parameter auch holen kann aus dem Variety-Template, dass wir ihm dann natürlich auch sagen können, wir müssen da nicht extra wieder ein Bind draus machen, weil eben alles zusammenpasst.
sondern wir können hingehen und können sagen, dann übergeben wir einfach die Funktionsparameter folgend dem Ausdruck. Das heißt, das RedWise, das erste, was kommt, das ist mein Funktionsobjekt. Und wenn dann noch mehr Sachen übergeben werden, Variety Template, dann baue daraus die Parameter zusammen. Und damit ist er wieder in der Lage, eine Funktion zusammenzubauen, die keine Parameter hat. Also wie gesagt, das Faszinierende ist eben wirklich, dass diese verschiedensten Paradigmen in C++ alle sich finden, weil es nie eine reine Sprache gewesen ist. Wir können so dankbar sein. In den 90er Jahren ist ja C++ verteufelt worden, weil es Hybrid war und was man alles da gesagt hat und weil es eben nicht rein objektorientiert war. Und jetzt kommen sicherlich die Leute aus der funktionalen Ecke und sagen, C++ ist eben nicht gut, weil es nicht rein funktional ist. Und nicht streng genug typisierend und nicht das und nicht das. Aber dieses Konzept, dieses in sich geschlossene Funktionieren, gibt es in kaum einer anderen Programmiersprache als in C++. Man muss eben nur in die verschiedenen Bereiche auch reingucken, damit sich das lohnt. Wenn ich nur objektorientiert programmieren möchte, dann ist C++ die falsche Wahl. Wenn ich nur metaprogrammieren möchte, ist C++ wahrscheinlich auch die falsche Wahl. Wenn ich nur imperativ programmieren möchte und Klassen überhaupt nichts am Hut habe, dann ist C++ mit großer Wahrscheinlichkeit die falsche Wahl. Aber der Reiz liegt in dem totalen Zusammenspiel. Wir haben die Bälle in der Hand und wir können die in der Luft halten. Und können sagen, pass mal auf, wenn, dann nehme ich die, mache ich eher funktional, da mache ich doch Objektorientierung, weil bestimmte Datenmengen zu organisieren, ist Objektorientierung nach wie vor unschlagbar. Wenn ich irgendwas beschleunigen möchte, gar nicht, weil ich rekursive Funktionen verwenden möchte, um Gottes Willen, sondern einfach nur, weil ich Funktionen erster Ordnung haben möchte, die vom Compiler besser organisiert werden können, die auch verteilt werden können, dann nehme ich eben funktionale Erweiterungen. Und wenn ich Funktionen verändern muss, wenn ich bestimmte Funktionen habe, aber sie passen nicht in meine Welt rein, weil die Idee der funktionalen Programmierung ist ja auch, dass alles Funktionen sind und alles Daten sind. Also eine Funktion ist ein Datum. So, damit kann ich natürlich auch Funktionen in Container packen. Wir werden Freitag sehen, ich kann dann auch Threads in Container packen. Man kann dann wirklich hingehen und kann sagen, okay, packen wir einfach mal Threads in Container und steuern quasi unsere Threads darüber und gucken, was kann man damit machen. Oder eben Futures, asynchrone Funktionen, die kein Eigenleben haben, die quasi parallel laufen und nur über ihren Rückgabewert synchronisierbar sind. Das sind alles Teile, die uns dann helfen, Dinge zu vervollkommnen. Weil jetzt sind wir immer noch an dieser Stelle, wo er mich nicht ranlässt. Eigentlich ist das schon richtig. Ich will da gar nicht ran. Gucken wir doch einfach in die Vorlesung rein, da haben wir es ja gemacht. Das müsste sie gewesen sein. SharePointer, Concepts.
Haben wir das nicht genau so gemacht? Ah, jetzt kann das sein, dass er hier eine Referenz std Doppelpunkt remove Standard Values Declaration Type. Das ist eine Referenz, das ist nicht ein. Also wir haben hier an dieser Stelle abgeprüft, dass es ein Vektor ist, ein Wert ist. Jetzt kommen wir aber mit einer Referenz rein und das erkennt er natürlich auch. Das heißt, ich muss ihm jetzt zusätzlich die Referenz wegnehmen. Dafür gibt es einen Remove, gibt es auch einen TypeThread für. Standard Remove CF ist es, glaube ich, nicht. Das ist Const und Standard Remove. Hätte man auch drauf kommen können. Standard Remove Referenz. Wir müssen die Referenz loswerden. Declaration Type, das ist das. Und davon machen wir einen Standard Remove Referenz. Und jetzt muss mit Sicherheit irgendwo ein Type nehmen rein. Standard Remove Referenz Doppelpunkt Type. Und jetzt muss hier wahrscheinlich ein Type nehmen vor. Wo immer der Standard daher kam. Funktionscast nicht erlaubt. Nee, da war es verkehrt. Standard Remove Referenz gibt uns. Hier ist die Klammer. Das schließt das. Das ist Standard Remove Referenz. Und hier ist das. Und jetzt haben wir keine TypeThreads drin. Das kann natürlich noch. Jetzt haben wir immer noch vier Fehler. Standard Remove Referenz.
falsch eingeschachtelt. Aber da können wir auch gucken. Das ist das Schöne, wir haben das alles schon mal gemacht. Antikschula. Weil die sind ja alle nicht umsonst hier drin. Dann gehen wir mal zurück und dann gehen wir mal auf, wo haben wir es verwendet? Das ist sogar auch ein Adexula. Da haben wir es doch. Auch das geht natürlich. Wir können vorneweg wieder hingehen und machen jetzt einfach ein Using davor. Dann müssen wir es nicht mehr in wenigen Platz reinschreiben. Hier nehmen wir die Referenz weg. Mit dem CF nimmt man die Const-Eigenschaft weg, wenn noch eine Const-Eigenschaft drauf sein sollte. Und Inhalt von Value brauchen wir nicht, sondern Value. Und hier sieht man die geschachtelten Types. Und man sieht auch, dass das Type-Name ganz oft davor kommt. Das hat wieder was mit der Comsci-Grammatik zu tun. Da muss man nur drüber nachdenken. Aber da bin ich heute Abend einfach zu müde für. Und jetzt sagt er, er will immer noch nicht auf das Value. Jetzt heißt es auch Values. So, und damit können wir hier jetzt natürlich auch Used Type verwenden. Copy and paste. Jetzt sind es noch zwei Fehler. Jetzt sind wir aber schon an einer ganz anderen Stelle durch. Jetzt sind wir also schon in dieser ganzen Sache drin, weil jetzt haben wir hier unser Problem. So, aber auch hier können wir ihm natürlich sagen, used type value type, das ist dasselbe Problem, was wir davor gehabt haben, er hat eine Referenz gehabt. So, jetzt sind wir durch. Also immer dann, wenn man auf die Typeigenschaft zugreift, mit Doppelpunkt, Doppelpunkt hinten, muss man vorne Type Name davor schreiben, damit die Grammatik sich auflöst. Und jetzt haben wir hier tatsächlich unser Sortieren. Und jetzt können wir hingehen und sagen, okay, jetzt gebe ich hier mal eine Liste. Nehmen wir keinen Vektor, jetzt nehmen wir hier an dieser Stelle eine Liste mit Werten. Aber dann brauchen wir hier natürlich noch die Liste. Damit kann ich hier natürlich hingehen und kann sagen, okay, pass mal auf, List sollte funktionieren. Und wenn wir das Ganze jetzt kompilieren, müssten wir eigentlich eine Fehlermeldung kriegen, dass er uns sagt, der Parameter, den wir übergeben haben, ist kein Vektor. Das heißt, wir haben jetzt sichergestellt, dass wir zwar ein Template haben, da kann alles Mögliche rein. Da kann Short rein, da kann Long rein, da kann Long-Long rein, da kann auch ein Double rein oder ein Int rein oder ein Long-Double rein. Eigentlich kann da jede Instanz rein, die den Sortierkriterium hat. Weil das Sort-Lesser ja über den Typnamen, den wir hier quasi aufgelöst haben, und wie gesagt, das ist nur so kompliziert, weil hier eine Referenz mit im Spiel ist. Und C++ unterscheidet natürlich wohlweislich zwischen Referenz, R-Value, Konstanten, Nicht-Konstanten. Das spielt alles eine Rolle. Und wenn ich auf den originären Typ zurück will, dann muss ich im schlimmsten Fall den Typ erstmal ausschälen. Ich muss erstmal hingehen und muss sagen, okay, ich möchte den originären Typ haben, also nimm die Referenzeigenschaft weg von dem Typ und nimm die Konsteigenschaft weg von dem Typ.
wie gesagt, das passiert hintereinander und insofern kommt das, was hier rauskommt, ist jetzt tatsächlich der Vektor auf Int. Auch wenn wir hier mit dem Const reinkommen würden, dann würde das Sort nicht mehr funktionieren, da sind wir uns einig, aber wir würden hier trotzdem noch über diese Brücke kommen. Deswegen ist natürlich die Frage, ich kann jetzt auch hingehen und sagen, okay, das nehmen wir raus. Und dann müssen wir einmal Type rausnehmen. Das bis hier nehmen wir raus. Und das nehmen wir weg. Jetzt haben wir nur die Referenz weggenommen. Naja, habe ich es wieder. Ach so, klar, jetzt hat er ja noch hier an dieser Stelle die Liste. Vektor. Und jetzt können wir es wieder kompilieren, weil es ist ja nur eine Referenz, ist ja kein Const da drauf. Was anderes ist, wenn ich eben wirklich auch noch nur ausgeben möchte, zum Beispiel. Ich möchte nur eine bestimmte Sache ausgeben. Und das soll eben immer auf dem Vektor passieren. Jetzt habe ich quasi sichergestellt, dass mein Programm auch mit C++, ich weiß gar nicht, das if-const-expression, wann ist das dazugekommen? Allocator. Das enable if ist ja das Entscheidende. C++11. Also ist mit C++11 dazugekommen für die Metaprogrammierung, um eben wirklich sicherzustellen, dass es viel einfacher geworden ist, solche aus einfaches Dehnbaren. Aber dass es eben doch viel einfacher geworden ist, so eine Dinge zu machen. Und wir sehen, dass schon Hilfstypen später dazukommen, die das Ganze noch verbessern und ja, besser auch nutzbar machen. Und das ist, wie gesagt, die Entwicklung. TypeThreads, die wir ja jetzt verwendet haben, Hilfsfunktionen für TypeThreads, über C++ 14, 17 und in 20 sind sie als Konzept gekommen. Das ist die ganze Vorbereitung für die Konzepte, die sich in die Entwicklung von C++ nahtlos eingebettet haben. Die spitze Klammer in Declaration Type nach Values ist falsch, oder? Jetzt kann ich es nicht mehr reproduzieren. Also, es ist immer ein Friemelkram. Also wenn man das sieht, wenn es fertig ist, wird es einleuchten. Wenn man es erstmal schreiben muss, ist es wirklich Friemeln, weil man immer die Klammern zählen muss. Man muss immer ganz genau gucken. TypeThreads sind konstante Ausdrücke, zur Kompilierzeit konstante Ausdrücke. Aber dafür brauche ich immer Werte. Die heißen manchmal Type, manchmal Value, manchmal Values. Also innerhalb der C++-Welt sind das in der Regel immer Types. Das ist in sich schon klargestellt, aber wenn ihr das macht, dann ist es natürlich immer schwieriger. So, auch hier einfach nochmal, solche Dinge kann man wirklich selber machen. Wenn wir wieder auf das GitHub gehen, wirklich als Beispiel verwenden, guckt euch das nochmal an, guckt auch nochmal in die Vorlesung rein zu dem Thema. Hier gibt es wirklich einen eigenen MyTypeThread. Hier ist es auch gezeigt, dass man zum Beispiel auch natürlich hingehen kann und kann sagen, okay, ich möchte einen bestimmten Parameter haben. Das muss ein Text sein, das soll eine Variable sein, die Text interpretieren soll. Und ihr seht, das kann ich wirklich aufbauen mit dem Oder. Das kann ein WSHT-Zeiger sein, das kann ein konstanter WSHT-Zeiger sein. Das kann umgekehrt, also das eine ist ja der Zeiger konstant, das andere Mal ist der Inhalt konstant auf dem WSHT sein. Das kann natürlich auch ein WSHT als Array sein. Es kann ein konstantes Array sein. Es kann auch ein Array wieder mit konstanten WSHT sein. Ich kann mir das alles auf diese Art und Weise zusammenbauen und kann für mich definieren, okay, ich lasse den Typ rein, ich lasse den Typ rein, ich lasse den Typ rein. Dann hätten wir hier an dieser Stelle natürlich auch mich entfernen müssen. Ich habe ja die Typen abgefragt, die mich interessieren.
Wenn ich das wirklich nur als reinen TypeThread haben möchte, also nur schreiben möchte, ich lasse nur die Typen rein oder ich möchte das schalten. C++17 bringt mir ja das if-const-expression, wo ich dann Dinge schalten kann. Dann ist es auch völlig egal, hinzugehen und zu sagen, ich schreibe alle diese Typen auf, die für mich interessant sind. Ich kann das natürlich auch umdrehen. QT-String, CPP-Nero, Bool-Parameter-Number-Parameter. Und hier, auch hier kann ich natürlich wieder hingehen und sagen, okay, ich lasse char rein, ich lasse int rein, ich lasse short rein, ich lasse long rein, ich lasse long rein. Und auch die Referenzen da drauf. Und natürlich auch die konstanten Referenzen da drauf. Ich kann mir das aber auch umdrehen und kann einfach einen bestehenden Typ nehmen und sagen, bist du numerischer Typ? Jetzt ist es natürlich so, beim numerischen Typ würde auch ein Bool mitgetroffen werden. Und ein Bool will ich vielleicht gar nicht reinlassen, also einen integralen Typen, einen ganzzahligen Typ. Da ist Bool mit drin. Da lässt sich drüber streiten, sinnvoll oder nicht sinnvoll, hat was mit der Implementierung zu tun. Aber gerade einen boolschen Wert will ich ja eine mathematische Funktion nicht reinlassen. Deswegen habe ich dann die Möglichkeit und kann mir meinen numerischen Wert definieren als Integral, aber nicht Bool. Ich kann also auch umgekehrte Logik einbauen. Und wieder, das sind Const-Expression-Ausdrücke. TypeThreads werden vom Compiler ausgewertet. Wir erweitern wirklich die Funktionalität unseres Compilers damit. Deswegen hier auch, ist das ein boolscher Parameter separat? Also natürlich auch wieder die Frage, es kann natürlich auch eine Referenz auf dem Bool sein, es kann auch eine konstante Referenz auf dem Bool sein. Oder es ist ein Bool, aber dann ist es trotzdem ein Bool-Parameter für mich. Insofern kann ich mir mein IsBool-Param als TypeThread definieren. Das sind immer Mini-Strukturen. Immer als Template, weil ich prüfe ja einen bestimmten Typ ab, ich muss also mit dem Typ reinkommen. Und jetzt prüfe ich, ob dieser Typ meinen Bedingungen entspricht. Und hier wieder, hier habe ich natürlich auch drin gesagt, okay, Delphi-Typen. Wenn ich Qt kompiliere, wenn ich also Visual Studio habe und ich habe Qt, dann habe ich ja gar kein Delphi zur Verfügung. Also gehe ich hin und definiere mir die alle als false. Man kann ja gar nicht ein Delphi-Typ sein. Visual Studio könnte die VCL nie übersetzen oder FireMonkey nie übersetzen. Deswegen sind hier die Typen alle als negativ definiert. Wenn ich jetzt aber erwarte, ich brauche irgendwo in meinem Programm ein Delphi-Typ, dann kann mein Programm jetzt ein Asset auslösen und kann sagen, pass mal auf, falsch kompiliert, du kommst hier nicht rein. Und genauso umgekehrt, wenn ich sage, ich bin im Delphi drin, hier ist ja, ist das Unicode oder ist das eine Referenz, ich kann das also genauso abprüfen. Jetzt ist natürlich auf jeden Fall der Qt-String-Type negativ, weil ich kann mit dem C++-Builder kein Qt übersetzen. Wenn ich also in meinem Programm jetzt irgendwo die Information habe, wenn du Qt bist, dann mach das und das, dann wird das einfach weggeblendet, das ist gar nicht da. Oder wenn ich sage, pass mal auf, ich brauche jetzt unbedingt einen Qt-String, dann würde an der Stelle, weil das eben auf false gesetzt ist, eine Fehlermeldung ausgelöst werden. Das ist Metaprogrammierung. Und wie gesagt, auch das hat uns C++11 wirklich gebracht, weil das ist eigentlich alles noch C++11. Wofür steht das im ersten Template? Im ersten Template bei im C hier, im ersten Template. Oder in welchem? IsVector. Das ist ein leerer Typ. Ich kann es nicht leer lassen. Eigentlich ist es völlig egal, weil was da kommt, ist der leere Typ, also ist nichts. Den benenne ich aber auch nicht. Wozu? Der leere Platzhalter quasi im Template. Wichtig ist ja nur, er überprüft erstmal, wie gesagt, das ist ja, warum C++ so lange kompiliert. Ein Template wird immer mehrfach übersetzt, immer in mehreren Zügen. Er versucht also das Speziellste zuerst zu übersetzen. Das heißt, er nimmt sich dieses Teil und prüft die Bedingung ab. Und versucht mit dem Element, was er gefunden hat, ob er über das enableIf das entsprechend auflösen kann. Das heißt, er testet jetzt, ob das, was ich ihm da übergeben habe, auch tatsächlich ein Vektor ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann nimmt er das nächste Template, was passen könnte. Und jetzt trifft er auf dieses Teil. Und hier sagt er, okay, ich selber komme rein, mein Typ ist natürlich da.
Und jetzt ist eigentlich völlig egal, was das noch ist. Weil jetzt löst er auf jeden Fall ein False aus. Nur ich muss ein Template haben, ich muss ein Vergleichnis-Template haben. Ich brauche also zwei Werte. Ich denke mal, ja, könnte auch irgendwas anderes stehen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich es denn benutzen müsste, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, weil, und wenn nichts angegeben wurde, dann ist es void, ne? Also das ist ein Platzhalter. Templates können ja auch wieder von hinten gefüllt werden mit, das heißt, wenn nur ein Wert angegeben wird, dann testet er dann natürlich auf void. Metaprogrammierung macht richtig Spaß. Also es ist kompliziert, man muss einmal komplett im Denken sich umdrehen. Deswegen spricht man ja auch von horizontaler und vertikaler Vererbung, die Templates uns geben. Aber sie gibt uns ganz viele Möglichkeiten, hocheffizienten Code zu schreiben, der A, wirklich stabil ist. Wir haben ja gesehen, wir können wirklich ganz viele Sicherungsleinen einbauen. Und B, der hyperschnell ist, weil er immer direkt gebunden ist. Das ist der ganz große Vorteil der Templates. Sie sind schneller als die Objekte. Na gut, das war der Teil. Warum eigentlich Const und... Nein, das sind zwei Unterschiede. Also warum man einmal das eine... Ich verwechsel das immer. Also ich bin, wenn ich es falsch rum erkläre, ist es nicht böse gemeint. Bei Zeigern, nehmen wir mal Char vorne weg. Zeiger, gibt es zwei Möglichkeiten. Im Endeffekt ist der Zeiger ja irgendwie eine Adresse. Das heißt, die Variable selber ist eine Adresse, die auf einem anderen Bereich zeigt, an dem sich irgendwas befindet. Das eine Const sperrt diesen Zeiger hier. Das heißt, ich kann den Inhalt, auf den der Zeiger zeigt, nicht verändern. Das andere Const sperrt diesen Bereich. Das heißt, ich kann zwar den Inhalt verändern, aber ich kann die Adresse nicht verschieben. Die Adresse ist gesperrt. Was in der Adresse steht, das ist völlig egal, aber die Adresse ist gesperrt. Deswegen brauche ich bei Zeigern tatsächlich beides, um es richtig dicht zu machen. Das heißt, da tauchen wirklich beide auf und ergänzen sich. Umgekehrt ist es, ne? So rum. Aber wie gesagt, sorry, ich muss immer nachgucken, ich kann es mir nicht merken. Und jetzt habe ich einmal die Adresse gesperrt, ich kann die Adresse nicht verändern und ich habe den Inhalt, auf den die Adresse verweist, gesperrt. Also Zeiger ist ja immer, er verweist auf einen anderen Bereich, wo sich dann irgendwas befindet. Und das eine Const sperrt den Bereich hinten, das andere Const sperrt die Adresse, also kann ich die Adresse vorne nicht bewegen. Und das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Da kann auch was irre Schlechtes bei rauskommen, wenn man da nicht aufpasst. Und deswegen ist es bei der Referenz egal. Bei der Referenz ist es ja so, dass das per se schon ein konstanter Zeiger ist. Das heißt, eine Referenz ist ja nichts anderes als ein Speicherbereich, der auf einen anderen Speicherbereich verweist. Und uns schon hilft, weil er immer dereferenziert ist. Einen Zeiger müssen wir dereferenzieren manuell. Das heißt, wir müssen immer Stern davor schreiben, um auf den Wert zu kommen. Sonst würden wir den Zeiger selber verändern. Das heißt, wenn wir sagen, das ist A, und wir würden sagen, A ist gleich B, dann würden wir ja nicht den Inhalt verändern, sondern wir hätten hier eventuell einen Zeiger B, der irgendwo anders hin zeigen würde. Und jetzt würde unser A dieselbe Adresse haben wie B. Wenn wir aber schreiben, Inhalt von A ist gleich Inhalt von B, dann tauschen wir die Werte aus. Dann würden wir die Inhalte quasi, also würde A, der Inhalt von A mit dem Inhalt von B überschrieben werden. Also wie gesagt, das erste würde den Zeiger ändern, das zweite würde den Inhalt ändern. Das erste Const blockiert den Zeiger, das zweite Const blockiert den Inhalt. Referenz ist per se schon so definiert, dass ich sie nicht verschieben kann. Das heißt, bei der Referenz fällt dieses Const schon weg. Oder umgekehrt, ist ja egal, fällt eins der Consts weg. So, eine Referenz ist nichts anderes als ein konstanter Zeiger, der ist technisch auch nichts anderes als ein konstanter Zeiger, der immer dereferenziert ist. Das heißt, weil er ja konstant ist, macht es keinen Sinn, die Adresse überhaupt zu betrachten.
Das heißt, für C++ spielt nur der Wert eine Rolle, deswegen ist er automatisch dereferenziert. Und deswegen ist es bei der Referenz egal. Das heißt, bei einer Referenz kann ich das const hierhin schreiben und ich kann es hierhin schreiben. Weil es ja eh schon per se, per Definition konstanter Zeiger ist. Damit ist die Sache frei. Und deswegen spricht man ja von Links- und von Rechtshändern. Die einen bevorzugen das Konst an dieser Stelle, die anderen bevorzugen das Konst an dieser Stelle. Bei einer Referenz spielt es keine Rolle, weil die Referenz per se schon so definiert ist. Beim Zeiger spielt es eine Rolle, weil das eine die Referenz, den Zeiger schützt und das andere den Wert schützt. Schlimm, wenn das alles so kompliziert ist, ne? Jetzt haben wir gleich wieder oder gerade wieder Pause. Noch Fragen? Also auch hier natürlich der Ausflug noch mal ganz kurz. Wir hatten das eben schon gesehen, dass wir, ist das nicht sogar noch irgendwo da, dass wir natürlich ADEC Scholar haben als Open Source Archiv, da steht alles unter MIT License, da findet sich die Bibliothek ADEC Scholar selber drin, die wir im Februar und im Sommer, im Februar haben wir es entwickelt, im Sommer haben wir dann in dem Projekt File App New wirklich ein Programm kreiert, was sowohl unter Empagadero mit VCL oder FireMonkey nahtlos funktioniert, wo ich mich also nicht darauf festlegen muss, ob ich nun VCL oder FireMonkey mache, sondern wo die beide in einem Pod passen und parallel dazu Visual Studio mit Qt für dasselbe Programm funktioniert. Natürlich mit verschiedenen Typen, die aufgesetzt werden. So wird das List View der VCL, was ja der Windows-Ansicht im Explorer für Files zum Beispiel entspricht, in der FireMonkey-Variante als String Grid umgesetzt und wird bei Qt dann umgesetzt als Table. TableView? Nee, doch TableView heißt es, glaube ich. Und ein T-Edit der VCL ist ein T-Edit in der FireMonkey und wird zum Text-Edit in Qt. Und entsprechend funktioniert das alles nahtlos. Da finden sich also ganz viele Quellen, ganz viele Ideen, also ADEC Scholar mit ganz vielen Hilfsklassen und Hilfsfunktionen, die man entsprechend einsetzen kann und die ihr in euren Projekten natürlich auch verwenden könnt, mit denen ihr rumspielen könnt und euch einfach Dinge ausprobieren könnt. Wir haben den YouTube-Channel. Auf Twitch muss ich nicht aufmerksam machen, da seid ihr gerade gelandet. Aber wir haben natürlich den YouTube-Channel, wo auch diese Veranstaltungen alle nochmal da sind. Die nächsten sind schon gescheduled. Also Mittwoch wird das nächste Video freigegeben. Am Samstag, glaube ich, kommt dann wieder eins. Und Montag darauf kommt schon wieder das nächste. Mit ein bisschen Verzögerung. Die Videos, die bei Twitch immer noch sichtbar sind, kommen dann auch bei YouTube rauf. Und damit natürlich auch alle alten Videos, die wir hatten. Einerseits die allgemeinen, wie ja, der Talk mit der AI oder die Umweltproblematik. Warum ist natives Programmieren und gutes Programmieren mit guten Algorithmen so wichtig in der heutigen Zeit? Weil natürlich wir nur bedingt Ressourcen auf dieser Welt haben und die IT immer mehr von diesen Ressourcen verschlingt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle Ressourcen schon lernen zu programmieren und damit umzugehen. Aber es finden sich auch die Vorlesungen. Programmieren mit C++, das war das letzte Sommersemester. Und die Grundlagen der Programmierung mit C, das war unser Wintersemester im letzten Jahr, wo wir eben wirklich mit ganz allgemeinen Dingen begonnen haben, binäre Zahlen, Grammatiken, von Neumann-Architekturen. Also erstmal in die Grundlagen der Informatik, um dann damit aufbauend in die Programmiersprache C reinzugehen und uns mit C zu beschäftigen. Das heißt, wenn ihr euch mitprogrammieren, wenn ihr das Ganze nochmal vertiefen wollt, stehen euch da diese Vorlesungen wirklich noch zur Verfügung, könnt ihr das durcharbeiten und zu jeder dieser Vorlesungen, damals haben wir das noch getrennt, gab es Vorlesungen und Übungen, finden sich dann natürlich auch die Übungen. Das heißt,
So, und wenn wir jetzt nach hinten gehen, das ist das, was ich eigentlich wollte, und ich halte das Ganze an, dann sehen wir, ich komme auch von hier zur Übung, ich komme zur nächsten Vorlesung, ich komme wieder in die Liste zurück, kann in die nächste Sache gehen. Man kann also wirklich navigieren mit und kann entsprechend füllen. Und bei den alten Vorlesungen ist es auch wirklich so, dass hier natürlich ganz oft auch mit Timeline hinter ist. Wo, wenn man in bestimmte Sachen reinspringen will, man das dann auch entsprechend findet. Also das nochmal zum Hinweis, ihr seid natürlich auch alle eingeladen, am YouTube-Teil, an dem Channel mit teilzunehmen. Ganz viele Informationen, die sich da finden. Und es finden sich auch zwei Videoreisen, die komplett beschreiben, wie diese Adexular-Bibliothek überhaupt aufgebaut wurde. Wir haben also auch das Projekt als Video natürlich aufgezeichnet. Und nicht nur, dass ihr mit Adexular eine Beispielbibliothek findet, wie man sowas macht, sondern ihr kriegt auch einen kompletten Videokurs dazu, wie diese Bibliothek entstanden ist, warum bestimmte Dinge gemacht wurden, wie sie sind und was man damit am Ende machen kann. Ich denke mal, das ist ein einmaliges Angebot, was sich im Netz kaum nochmal wieder so findet, schon gar nicht in deutscher Sprache, aber ich glaube auch nicht in englischer Sprache. Na gut, das war der Teil. Ja, das lässt sich immer komplizierter machen. Wenn keine Fragen mehr sind, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Mir hat es wieder Spaß gemacht, bin heute auch ein bisschen chaotisch. Ich manchmal auf dem Schlauch gestanden, aber auch das kommt vor. Freitag machen wir weiter, wie gesagt, mit Threads, mit Asynchronen, mit Future, ein bisschen mit Atomic. Arrays habe ich, glaube ich, auch noch. Wir werden noch so ein bisschen in die Arrays reingucken, warum Arrays wichtig sind, bevor wir dann in die Templates gehen. Und schließen damit dann letztlich auch C++ 11 ab und können dann in der nächsten Woche mit C++ 14 und 17 weitermachen. Jetzt kommen natürlich gleich die viel Spaß noch über die Woche. Wie gesagt, euch allen einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Restwoche. Morgen ist Valentinstag, nicht vergessen. Wenn ihr euren Frauen, wenn sie denn Blumen mögen, Blumen mitbringt. Auch der Feiertag zieht ja immer mehr ein bei uns. Und ach, Gyroskai hat auch vorbeigeguckt. Schön, dass du da bist. Gerade im Abgesang. Und ja, Montag 20 Uhr, Freitag 20 Uhr. Freitag sind wir wieder da. Tschüss.